Leute, nächste Folge von Eine Stunde mit Angezockt ist da. Super Mario Odyssey für die Switch wird heute unser Titel sein. Wir fangen auch wirklich mitten im Spiel an, weil, erstmal Timer starten. Ich habe mir gesagt, gut, alles klar, warum von Anfang an? Das haben viele eh schon so viel gesehen. Und ich mache einfach dort weiter, wo ich gerade bin. Und wie heißt die Welt, wo wir hier gerade sind? In Island Toxico. Ja, hier sieht man dann auch immer so Sachen hier, so wie so eine Info-Flyer ist das gemacht für die jeweilige Welt. Wirklich eine coole Geschichte, Leute. Und ich würde sagen, ich gucke einfach mal, ob ich es irgendwie noch drauf habe. Ich weiß auch gar nicht. Da drin habe ich auf jeden Fall schon mal einen Mond eingesammelt, weil darum geht es hier, Monde einsammeln. Was ist denn hier? Man kann die Raupe benutzen und sterben. Es geht super los. Du ahnst es nicht. Aber ich habe nämlich, ich kann mich erinnern, weil es ist schon eine Weile her, wo ich das Spiel gespielt habe, dass ich mich an dieser Stelle dort hinten so schwer getan hat und dann irgendwie auch keinen Bock mehr auf Mario hatte. Ist dann wahrscheinlich auch nicht so gut, dass ich dann quasi an einer Stelle mit euch dieses, na, Let's Play wollte ich jetzt schon sagen, dieses Angezockt-Video mache, wo ich halt große Probleme hatte. Aber hier hinten, dort hinten war ich schon gewesen. Genau, genau, genau. Da brauchen wir jetzt quasi nicht hingehen. Die Stelle war es, genau. Aha! Warum habe ich das denn damals nicht rausgekriegt? Was ist denn das für ein Tunnel? Ach, da war auch einer drin. Ich sehe nichts. Ja, wie gesagt, bei Super Mario Odyssey geht es um unseren Kumpel Cappy. Also quasi, die Mütze ist mit der Hauptprotagonist in diesem Spiel. Man kann sich quasi in verschiedene Sachen verwandeln und was weiß ich nicht alles. Kommen wir bis dahinter? Das ist ja jetzt eine Kacke, ne? Und vor allem fehlt uns noch einer. In Mond. Alter. Was ist denn da hinten? Ist der hier hinten? Oh. Ah, jetzt ist nicht runterfallen. Ich habe extra nur den Knopf gedrückt. Bitte lass jetzt hier keine Scheiße passieren. Hä? Ich weiß nicht mal, wie weit sich der Klon strecken kann. Oh Gott. Gott. Alter. Werd hier nie ungehalten, mein Freund. Ja, was kann ich zu diesem Spiel bis jetzt sagen? Ich hab's in Zeit ausgedrückt, wie lange habe ich dieses Spiel denn jetzt schon gespielt? Ich würde es mal so tippen auf 5-6 Stunden ungefähr. Es ist wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Ich finde die Musik klasse, ich finde die Level-Designs klasse. Davor war auch mal ein Level gewesen, so Wasser-Level, die ich ja... Und ich verspüre enorm großen Hass gegen Wasser-Level. Aber wir haben Mond eingesammelt, was übrigens sehr geil ist. Und... Ja, aber das lief eigentlich ziemlich gut. Und ich mag die Level-Designs wie die Sau, Leute. Und... Ach, das ist... Aber ich habe halt ein Problem. Ich habe sehr große Probleme mit 3D-Jump'n'Run. Das war schon damals zu N64-Zeiten so bei mir gewesen. Ich habe das Super Mario immer wieder gespielt auf dem N64 und was weiß denn ich nicht alles. Aber ich habe meine Probleme damit. Ich habe irgendwie, kriege ich das spielerisch oft nicht so richtig hin. Vielleicht fehlt mir da irgendwas. Irgend so ein Zockergehen wird mir da fehlen. Keine Ahnung, Leute. Oh, können wir das da einsammeln? Hä? Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Oh mein Gott. Ich spiele übrigens wieder mit dem Pro-Controller. Mit einer der geilsten Controller, die es gibt in meinen Augen. Weil der liegt echt super in der Hand. Hat ein schönes Gewicht, ist schön schwer. Wie komme ich eigentlich auch an den Schlüssel da oben ran? Das sind so alles Sachen, die weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht.
Ja, und ich finde den Grafikstil von diesem Spiel so wunderschön. Es ist so quietschebunt und das liebe ich an Nintendo. Das ist so der Grund, warum ich immer wieder Nintendo-Spiele zocke. Habt ihr auch bei diesem Pankapu, was wir gezockt haben, das eine Mal mitgekriegt. Ich liebe halt so diesen quietschbunten Scheiß einfach. Das ist einfach so. So, jetzt ist die Frage, wir gehen hier erstmal wieder hoch. So, drehen den Schüssel hier mal um und versuchen das jetzt hier nochmal. Und jetzt drücke ich auch einen richtigen Knopf. Man kann sich schon richtig lang machen, der Gute, ne? Was ist denn hier hinten? Und das, finde ich, haben sie auch richtig geil gemacht. So diese Level, du willst halt auch wirklich gucken, was ist hier los, was gibt's einzusammeln und so weiter und so fort. Das ist natürlich cool, hier so vor, zurück. Da oben ist Mond. So, da gehen wir mal hier hin. Ach, da muss ich hier ja raus aus dem Vieh. Da falle ich doch runter. Ja, sehr schön, sehr schön. So, der ist weg. Na, tolle Wolle. Hält der sich hier fest? Nee. Ja, jetzt brauchst du so ein Vieh. Da war ich zu langsam, Leute. Ergo... ich hole mir so einen Klon nochmal. Wir versuchen schnellstmöglich dahin zu kommen. Und da muss es quasi schnell gehen. Mütze ab von dem Vieh runter. Von Raupe die Raupe. Oder ich weiß nicht, wie wir ihn nennen wollen. So, dann machen wir mal. Ich setze den mal hier hin. Mach mal so. So. Sehr schön. Und nein, falscher Knopf, Christian. Oh, ey. Haben wir jetzt aber schon wieder mehr Glück als Verstand gehabt. Da ist der Mond! Und zurück, und zurück. Kann ich jetzt hier so... macht er nicht. Ja, dann mach mal so. Dann mach mal so. Dann mach mal so. Brauche ich denn noch eine Raupe? Hier hat man übrigens... wieso bin ich denn jetzt hier runtergefallen? Oh! Da hat man übrigens seinen Kumpel Cappy eingesammelt, weil der ist im Verlauf der Geschichte, den ich jetzt natürlich nicht weiter... ach, den kriegt man ja nicht kaputt hier, ja. Also kriegt man bestimmt kaputt. Ich bin nur der Einzige, der wieder nie weiß, wie es geht. Ja, und man musste Cappy hier befreien. Das war die Stelle davor gewesen. So, ich mach mal so. Warum drücke ich immer diesen Knopf, wenn ich hier Raupe die Raupe hier so ausfahren will? Oh. Das ist halt das Ding, Leute. Ich und 3D Jump'n'Run. Ihr ahnt es nicht. Wir wären keine Kumpis. Aber ich will Kumpis werden, weil mir sonst hier so eine geilen Hits wie Super Mario Odyssey einfach durch die Lappen gehen wird. Dort hinten ist ein Mond. Also zu weit? Nee, oder? Hm. Na, gucke. Warte mal, wenn ich so mache, da kann der ja ruhig weg. Ich sammle erstmal den Mond hier ein. Ich sammle erstmal den Mond ein, weil da drüben kann ich mir ja wieder so ein Apparillo holen, ne? Hm. Die nehmen wir mit. Und den nehmen wir auch mit. Ich habe schon wieder den falschen Knopf gedrückt. Ey, Christian, das ist raus aus dem Vieh? Ey. Leute, es tut mir leid, dass ihr euch das dann auf diese Art und Weise hier geben müsst. So, den nehme ich jetzt mit. Und jetzt drücke ich auch den richtigen Knopf. Sammeln mal die Dinger hier noch ein. Hat ja super geklappt. Ja, wie macht man die kaputt? Wisst ihr was? Wenn ich den hier nehme, der schießt ja dann. Dann macht er das doch kaputt. Aha! Da hätte ich das da unten auch machen müssen. Für den einen Mond dort unten. Und jetzt kommt wieder dieses beschissene, ich nenne es immer Platin. Platin-Krankheit vom PlayStation 4, weil man alles einsammeln will und dann auch gegebenenfalls einfach immer wieder stirbt. Also so wie ich jetzt hier, ne? Weil, was ich nämlich hier gerade probieren will, ist der Klon
weil hier ist ja nicht umsonst so ein Ding. Dann machen wir mal so. Der zielt und macht Ping Ping. Ist das Rätsel auch gelöst? Was ein Vogel. So. Und jetzt gehen wir aber auch mal im Level weiter. Also das ist ja hier, sonst ist das ja kein Zustand. Ich glaube, ich mache da noch immer ein bisschen zu hektisch. War hier nicht irgendwas hier mit die Schmetterlinge? Ich weiß es nicht. So. Ach, das ist wieder da hier. Falsche Richtung. No. Los. Tu mir nicht weh. Was ist denn hier? Hier muss man aber so machen, ne? Naja, gucke. Gab's ein Herzchen? Hat mir jetzt persönlich nicht so viel gebracht. Scheiße. Du ahnst es nicht. Da muss man... Ich hab's tatsächlich überlebt. Da ist ja noch so ein Ding. Ach, man kann auch hier hoch. Christian. Manchmal stelle ich mich hoch an. Was ist denn hier? Ach, wo wollte ich mal? Ah! Noch ein Mond! Auf den Weg zum Gipfel. Okidoki! Was ist hier? Was ist das? Huh. Okay. Ach, und jetzt ist mal hier Free Climbing mäßig unterwegs. Oh. Knöpfe? Finde ich mal herrlich. Peng! Ah. Oh, auf Zeit, Leute. Habt ihr das mitgekriegt? Oh. Das hat doch der Christian schon wieder verkackt jetzt. Ich wusste! Oder so ein Sturz, hast du gesehen? Da war er auch erstmal fick und fertig gerade. So, jetzt wissen wir, wie es geht. Oh, zu spät. Hallo? Tot. Ah, Mario, ich hätte nie gedacht, dich hier zu treffen. Ob ich auf Erkundungstour bin? Nein, ich habe einen Shop eröffnet. Die Location hier ist unschlagbar, oder? Komm nur herein, sieh dich in aller Ruhe um. Na ja, klar. Zeig mal her, das Zeugnis. Hier kann man auch mal einen Mond kaufen. Und ich sammle ja richtig gerne Monde. Hey! Na klar, den nehmen wir mit. Immer schön Monde sammeln, Leute. Shopping auf Island. So, willst du? Was gibt's denn hier noch? Ja, Klamotten, Klamotten, Klamotten. Ja, bis bald, haust du hin. Was hat der? Das sieht aber witzig aus. Das sieht sehr witzig aus. Das sieht richtig witzig aus. Ich bin so ein Sparfuchs. Raus hier. So, hier ist erstmal wieder ein Checkpoint. Das ist doch schon mal einfach. Was ist denn das da? Nein. Wo soll ich denn hin? Hier ist ja der Anfang. Leute? Wo? Verwirrung war da. Wo sollte ich hin? Weil... Von da hinten bin ich doch gekommen, oder? Ja. Also wo soll ich hin? Geht es einfach nur darum, runterzugleiten? Was? Von einem hochgelegenen Ort können wir wieder fliegen. Können wir? Hä?
Na und nu? Ich hab keine Raupe. Ich komm schon wieder nicht klar hier, ne? Ich komm hier schon wieder nicht klar. Das darf ich. Also heute tut's mir leid, das Angezockt-Video ist so wirklich ein wenig verhext heute. Ich weiß auch wirklich nicht. Da oben ist ein Mond. Ist es deshalb, sind wir hier abgekackt, dass wir hier einfach noch ein paar Monde finden. So. Wo fliegen wir jetzt hin? Wir haben alle Monde, die wir brauchen. Ah, ja, Mensch. Christian, manchmal stellst du dich ja auch an. Da können wir erst einmal die Odyssey weiter reparieren. Genau. Genau. Manchmal tue ich mich auch selber schwer, ne? Wir haben genug Monde. Kommt quasi wieder ein Segelstück dazu. Und es geht quasi an einen neuen Ort. Die Odyssee ist repariert. Naja, besser ist. Oh, und los. Ja, dann, ich habe mir auch so, bei einigen habe ich es auch mitgekriegt, bei Mirko zum Beispiel und so. Wenn man dann das Spiel durch hat, kann man dann quasi die Welten irgendwie nochmal bereisen und dann nochmal fehlende Monde sammeln, suchen, wie auch immer. Das werde ich ja dann natürlich auch irgendwann machen, aber ich würde das Spiel ja gerne wenigstens erstmal einmal durch haben. Ne? Also. So. Zum Glück haben wir gerade genug Monde sammeln können, um die Odyssee zu reparieren. Und wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Rolle vorwärts. Wenn du etwas zügiger vorankommen oder einfach einen Hang hinabschnellen möchtest, dann duck dich und drücke Y, um dich vorwärts zu rollen. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Achso, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wollten ins Cityland. Das Land besteht quasi aus einer einzigen Stadt mit total hohen Gebäuden. Hier steht, dass sie mit Hilfe von Mondenergie erbaut wurde. Cool. Es geht quasi ins Cityland. Ja, mal, da bin ich ja mal richtig gespannt. New Donk City. Ja, Bowser will, wie gesagt, Prinzessin Peach hier heiraten. Und das ist diesmal der Auftrag von Mario. Die Geisel auf dem Hochhaus. Alter, was das? Oh mein Gott. Wir haben es ja geschafft. Sieht aber nicht gut aus hier. Ja, das sehe ich auch gerade. Schau mal, Bowsers Schiff. Oha. Auf jeden Fall ist das die Welt... Also dieses Cityland, wo ich eigentlich mich am meisten irgendwie drauf gefreut habe. Aber das ist ja hier alles so grau. Was ist denn hier? Ein Shop? Und da ist auch mal hin. Naja, da gucken wir doch erstmal, ob wir hier irgendetwas finden. Wieso liegt hier ein Stein? Und wieso liegt dort Holz? Was sollten wir bloß tun? Hallo? Tut mir leid, ich muss einen Weg finden, in die Stadt zu retten. Seit dieses Ungeheuer hier einfiel, ist meine Stadt im Chaos versunken. Ach, die Bürgermeisterin Pauline. Dann war auch noch so dreist, in der gesamten Stadt Ankündigung für seine Hochzeit anzubringen. Wie geschmacklos. Ey, das geht gar nicht, Pauline. Ich werde der Sache Einhalt gebieten. Und dann... Ich werde diese Stadt retten. Was passiert hier? Ach stimmt ja, man konnte ja auf Elektroleitung hier lang. Das ist richtig, das ist richtig. So, wir sind am Stadtrand. Ist irgendwie regnerisch hier. Was bist du für ein Klon? Und was ist das? Irgendwie bin ich leicht deprimiert. Und das ist jetzt nicht passiert, oder? Erstmal alles durchgucken. Nicht, dass hier irgendwie, irgendwo, irgendwas, irgendwann liegt. Das Moped! Du ahnst es nicht. Wisst ihr, was ich ja auch richtig gerne mache? Moped fahren. Das ist ein Herz. Wer bist du? Wir können wieder Panzer fahren.
Ach, ich drücke immer den falschen Knopf, ne? Erstmal würde ich sagen, ist hier Zerstörung angesagt. Wow, Autos kaputt machen. Du ahnst es nicht. Große kann man doch auch kaputt machen. Zerstörung! Zerstörung! Oh. Aber ey, guckt euch mal an, wie viel Monde es hier geben soll. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Was ist denn hier? Ein Shop? So ein kleines Kino, ne? So kann ich hier eigentlich irgendwie mutwillig Sachen zerstören? So. Ich hole mir jetzt das Herz, das bringt mir aber nichts. Was ist denn mit dem Moped eigentlich? Aber ich muss doch hier... Kann man mit dem Moped springen? Ich denke mal nicht, oder? Du ahnst es nicht. Man kann mit dem Moped springen. Nein! Oh Gott, Christian! Oh Gott! Ist jetzt vielleicht nicht so klug, mit dem Moped dort lang zu fahren, oder? Ich weiß nicht. Kommt mir zumindest jetzt nicht so vor. Muss ich den ganzen Schüssel jetzt hier nochmal kaputt machen? Das kann jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Der Wahnsinn. Ah, diesmal laufe ich jetzt hier lang. Ich meine, so cool so ein Moped ist, ne? Aber... Hallo? Ey, das darf nicht wahr sein. Was ist denn da hinten? Das ist ja wieder was für mich. Baustelle? Das Ding kriege ich nicht kaputt, ne? Okay. Ich konnte das Ding doch auch nehmen, ne? Dann bin ich größer. Schön groß. Was ist hier gerade passiert? Hauptsache. Auf jeden Fall gibt es schon mal ein paar Leben. Ja, und jetzt kratze ich doch richtig ab hier. Komisches Level. Was macht der Panzer? Zerstörung! Oh Gott, da ist ein Herz. Was ich so nicht nehmen kann. Was ist hier los? Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufrollen. Jetzt ist hier Ballett. Na, geht doch. Geht doch. Wieso ist der da noch da? Ich habe hier noch keinen einzigen Mond, Leute. Ach, scheiße. Na. Na, trifft er mich, ne? Trifft er mich? Wieso hab ich? Ich will doch einfach nur... Oh, mein Mond. Ich glaube, wir können diese Treppe benutzen. Ja, das sehe ich auch, du Klon. Geht nicht. Aha. Bleib doch mal. Ich und 3D Jump'n'Runs. Ihr seht's selber, ne? Du, was bringt mir das jetzt eigentlich? Mit denen so richtig groß zu sein?
Das weiß auch keiner, ne? Ey, ich bin erschüttert, dass sie noch nicht in den Mondball rumgesprungen ist. Auf jeden Fall gehen wir hier erstmal hoch. Da ist ein Mond. Ah, wir hätten in dem Shop auch einen Mond holen können, ne? Wieder super mitgedacht, ey. Super. So. Wie komme ich denn da jetzt hin? Ist das dein Ernst? Wow. Gib doch mal her. Der Erste. Ich wette mit dir, wir haben schon so viele vergessen, verloren, was weiß ich nicht alles. Ja, jetzt links oder rechts. Ich hasse Auswahlmöglichkeiten. Da geht's schon mal rein. Hier sehen wir hier diese Viecher. Ach, hier war dann Rollen, ne? Zack, alles klar. Was wir vorhin in dem Gespräch hatten. Gut, dann gehen wir hier mal rein. Und sagen mal, hallo. Das Rathaus? Oh oh. Brauche ich jetzt eigentlich? Ich spring da hoch. Und das war knapp. Was, warum ist da eine zweite Plattform? Ach, wegen die Poster kaputt. Stimmt, da gab es doch dann auch irgendwas dafür, ne? Gehen wir mal hier hoch, ne? Oh! Leute. Er war richtig weit weg, der letzte Checkpoint, ne? Ist nochmal gut gegangen. Naja. Da seht ihr jetzt quasi meine Achillessehne. Das sind 3D Jump'n'Runs. Die machen mich fertig. Sag mal. Hep, 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 hep. Da passieren noch schlimme Dinge, wenn ich mir die zwei Dinger jetzt hole, ne? Oh, nicht getroffen, ey. Ich habe schon gedacht jetzt, ey. So, jetzt mach ich mal so. Nicht getroffen. Warte mal. Los. Sehr schön. Hapsasa. Ist hier noch was? Außer ein Poster. Da passieren schlimme Dinge, wenn ich darüber gehe, oder? Ja, okay. Ich verstehe. Wie er mal klettert, das sieht so geil aus. Also finde ich zumindest. Ein Mond bis jetzt. Das ist schlimm, Leute. Hepsasa. Die gehen mir auf den Sack hier, die Kleinen, ne? Hm. Kleinvögel. Ja, wenn wir oben sind, dann machen wir halt so. Sehr gut. Wow! Ach, Jesus. Ist ja nochmal gut gegangen. Ist ja nochmal gut gegangen. So, gucken wir mal hier oben. Das ist ein schönes Herz. Da wären es nämlich gleich mal drei mehr. Das finde ich schon genial. Aber das ist so nie ohne Grund. Die werde ich bestimmt auch gleich brauchen. Ich ahne Schlimmes, Leute. Wisst ihr, ich will euch hier Super Mario heute präsentieren. Ich wusste ja nicht, dass das im Cityland hier so verregnet und so anfängt. Ja, weil ich euch ja so ein bisschen die Farben und so zeigen will. Und was für ein Level machen wir hier? Ein graues. Ein graues Level. Oh. Was soll ich hier tun? Ich würde Dinge tun. Was
du was zu sagen? Mir kommt es so vor, als würde dieses Ungetüm die ganze Energie absorbieren und woanders hinleiten. Aber... na, da wird es ja auch so sein. Soll ich hier irgendwie... hübsch ist es nicht. Was ist denn hier jetzt? War das so gewollt? Muss ich jetzt gegen den endigen Endgegner? Oh, Panzer. Immer gut, den nehmen wir mit. Ist ja schon wieder ein falscher Knopf gedrückt. Ich bin richtig geil, ne? Machen wir mal die Lampen aus, ne? Oh. Nu. Das ist unsere Chance. Ja, für was? Gute Arbeit. Ja? Bitte? Ist aber irgendwo, irgendwo schon witzig, das Vieh, ne? Halleluja, weg da. Aber ist es auch egal, ob ich auf ihn schieße jetzt? Ei. Oder soll ich ihn auf die, auf den Kopf schießen? Weil hier passiert jetzt nicht so viel. Aha. Und... was denn jetzt? Ich war, glaube ich, nicht schnell genug, oder? Kann das sein? Hier ist richtig Hektik gerade irgendwie. Nee, hier gilt es wirklich nur auszuweichen. Ja, dann mach mal das so. Wo kommt dann jetzt? Was tust du? So, jetzt, oh. Christian, da sind noch zwei. Jetzt. Unsere Chance. Jawohl, Mann. Und jetzt ist gleich wieder alles schön in Cityland. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es einen Supermond, einen Powermond. Weiß schon. Oh. Immer cool, die Mucke hoch. Gefällt mir. Ein Multimond für dich. New Donk City. Ungezieferproblem. Stand da Ungezieferproblem? Ja, nu? Weißer Bildschirm. Ist auch mal geil. Ach, guck mal. Jetzt wird's ein bisschen schicker. Ein Neuanfang für die City. Geil. Paulina ist unglücklich. Also hoffe ich. Leider scheint Bowser in der Aufruhr entkommen zu sein. Wir sollten uns an seine Fersen heften. Wir haben noch nicht genug Monde, gehen wir noch welche in City Land suchen. Ja, müssen wir. Weil guck mal, wie viel wir hier sammeln sollen. Ja, jetzt haben wir richtig zu tun, Leute. Jetzt haben wir hier richtig zu tun. Ja, das kriege ich doch noch nicht kaputt, ne? Hüpsasa. Nee. Da drin ist ein Mond. Wie komme ich da rein? Wie komme ich hier rein? Haben wir den vorhin nicht gesehen? Da war alles so dunkel, war und so drist, deprimiert. Ach, wir wollten ja einfach nur raus. Hm. Dann gehen wir halt noch welche suchen. Oh. Wo die hier auch so rumstehen, ne? Könnt ihr mir mal sagen, wo hier die E-Leitung ist? Ach, dort. Ich war doch vorhin hier. Oh, Christian, hör doch mal auf hier mit deiner Hektik. Nein. Wir sind im Cityland. Ist das geil? Was hast denn du hier sozusagen? Rangliste erlaubt dir. Rangliste. Ich will hier nichts hier mit keine Verbindung. Nee, will ich jetzt nicht. Hallo, wer bist du?
Wonach suchst du denn? Ich weiß. Haha. Ich gebe dir einen Hinweis, im Dachcafé liegen gelassen. Ist irgendwo versteckt. Cheep, 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 cheep. Was hier? Wo kann man den Samen nur einpflanzen? Na, in Erde? Oder? Nicht in Erde? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber gucken wir uns doch das Cityland hier mal ein bisschen an. Die Figuren sehen schon irgendwie niedlich aus, ne? Oh, guck mal, hier geht's nach oben. Ist hier was? Kann ich das kaputt machen? Zerstörung! Nein, geht nicht! Was ist hier? Hier ist Energie. Ey, wehe, hier ist kein Mond. Da sind so eine Dinger. Da unter uns ist ein Mond. Nee, das sind, da ist eine riesengroße Leitung. Hier kommen wir dann irgendwo hoch. Okay, 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 Leute. Wir bleiben erstmal ganz ruhig. Wir kriegen das hin. Wir werden hier schon genug Monde finden. Jetzt wird erstmal Push the Button gemacht. Was auch immer dann passiert. Nein. Ey, nicht auf Zeit, oder? Oh Gott. Ist ja nochmal gut gemacht. Ey, hier hätte man Samen einpflanzen können, oder? Was bist denn du für ein Klon? Ey, wollen die mich jetzt hier rollen? Leute, warum bin ich jetzt hier hin? Schade nur, dass mich niemand hören kann. Na, dann musst du runterklonen. Ey, warum? Jetzt mal ohne Scheiß, warum habe ich mir das angetan? Weil ich hier hin kann? Leute, Verwirrung hat sich gerade richtig breit gemacht. Und irgendeiner von euch wird wissen, warum man das hier gemacht hat. Weil ich pauschal weiß es nicht. Irgendwas ist doch mit dem Klon hier. Ja, springen wir hier halt mal runter, ne? Aber ist schon cool, dieses Cityland hier, ne? Da ist auf jeden Fall ohne Elektroleitung. Guck mal. Ist hier was? Hier ist Football. Oh Gott. Das war doch nie so geplant, oder? Echt jetzt? Versteck im Schrott? Auf jeden Fall. Das ist noch so ein Straßenmusiker. Du ahnst es nicht. Gehen wir hier mal wieder zurück. Hoch, oder? Das ist doch nicht umsonst. Irgendwann müssen wir bestimmt doch mal mit Paulina reden. So, hallo. Ah, hier waren wir ja auch schon, ne? Ach, vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen vorhin. Vielleicht haben wir ja irgendwas übersehen. Hier sind auch so Stromdinger, ne? Da waren wir hier. Gehen hier nochmal hoch. Umsonst ist das doch nicht. Springt der hier? Oh, ich und 3D-Jump'n'Runs. Es geht schon wieder los, ey. Umsonst klettert der doch hier nicht, oder? Da unten ist auf jeden Fall ein Mond. Und auf dem Dach dort ist auch einer. Sollen wir hier mal Kamikaze-mäßig runterspringen? Du ahnst es nicht. Das überlebt der doch nicht. Hallo Leute. Nett hier bei euch. Könnt ihr mir mal sagen, wie... Das ist eine Stromleitung für Nunda.
Kann man diese Fässer... Kann man... Aha. Aber... Bringt mir das was? Jetzt bin ich überfragt. Ich weiß auf jeden Fall... Wie kommt man da hoch? Hier schon mal nicht, Leute. So, ich gehe hier mal runter. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Na, hallo? Das sieht aber unfreundlich aus hier. Was ist denn da? Da ist ein Tod. Mach das kaputt. Mal gucken, was der Kollege so von uns will. Auf jeden Fall nette Aussicht. Grüß dich. Diese Orte, hier stehen Gebäude, ich bin neugierig und habe mal in eins reingeschaut. Da finde ich in einem ganz zufällig einen Mond. Bitteschön, ich hoffe, er gefällt dir. Tod ist schon ein netter Kerl. Richtig netter Kerl. So, ich, ohne Hinfall. Guck mal, wie. Ist schon, wer hätte gedacht, Mario jemals in so einer Welt zu erleben? Also Leute, ich persönlich nicht. Wir gehen hier mal weiter, gucken. Hier ist doch noch viel mehr Schissel, ne? Was ist denn hier? Kommen wir doch, wo kommen wir da hin? Hier waren wir auch schon. Alles klar, das ist hier der Scheiß. Da oben ist unser Straßensänger, wo auch keiner weiß. Paulina! Oh, Checkpoint, den holen wir uns mal. Kann man hier mit Paulina mal kurz schnacken? New York City bedeutet mir alles. Ich kann dir gar nicht genug für deine Hilfe danken. Du musst unbedingt zum bevorstehenden Festival kommen. Oh, ich möchte dir und der Stadt gerne meine Dankbarkeit mit einer kleinen Überraschung zeigen. Meinst du, du könntest 4 Musiker für mich auftreiben, die mich bei einem kleinen Auftritt unterstützen? Ja. Ein Gespräch zwischen dir und blablabla Mitbewerber freut mich zu hören, dass das Festival wieder stattfinden soll. Lange ist her. Sollte die Frau Bürgermeisterin meine Dienste wünschen, wäre ich sofort dabei. Hauen wir schon mal in. Und jetzt kommt der Ene auf dem Dach ins Spiel, Leute. Jetzt kommt der auf dem Dach ins Spiel. Ja, ist schön, dass ihr hier schon Party macht. Wunderbar, du hast schon einen Musiker gefunden. Vielen Dank, fehlen noch 3 weitere. Ja, hier, hottet mal weiter ab hier. Ich gehe mal Dinge tun. Also, das wäre doch gelacht, wenn wir jetzt hier... Die anderen Musiker. Da oben war der Ene. Wie sind wir denn da hochgekommen, Leute? Aha. Der war hier, ne? Und da war doch hier mit Push the Button, ne? Ja, genau. Oh mein Gott, das wird klar. Da ist er. Inge! Ich hätte da mal ein Anliegen. Weiten Weg hier hin, die Bürgermeisterin, verstehe. Das ist es also. Danke für die Einladung. Alles klar. Und da, wo wir den Mond aus dem Schrotthaufen geholt haben, da war doch auch ein Musiker gewesen, oder? Kann das sein? Mir ist gerade irgendwie so. Jetzt schicken die mich hier immer hin, hier, ne? Bleibt mal ruhig alle hier. Oh Gott, wo war der denn jetzt? Da war dit. Was war hier am Rand? Na, genau da drüben. Ist ja auch irgendwo markiert, ne? Sag ich doch, da war auch einer. Hallo. Da oben sind ja so eine Münzen. Das hört sich nach Bass an. Du bist also die Basskeule. Komm mal her. Okay. Trübes Gesicht, ich kann nicht was mehr. Die Bürgermeister ist ganz schön gewitzt. Egal, mehr Zeit. Blablabla, bla, bla, gehen wir. Und dann gibt es den nächsten Mond. Wie es hier nach vorne geht, ne? Der Bassist ist dabei. Der geht doch vorwärts. Es geht vorwärts. So. Wollen wir mit tanzen? Vorbei laufen die geschmiert und das ist dein Verdienst. Es fehlt noch ein weiterer Musiker. Den werden wir schon irgendwo finden. Bin ich mir ganz sicher. Bin mir ganz sicher. Irgendwo wird der Klon da rumstehen. Und er ist ja schließlich irgendwo. Ist das ja auch alles markiert. So, hier waren wir vorhin, ne? Nee, waren wir nicht. Warum ist da ein Pfeil? Da ist ein Checkpoint.
Hier ist alles voller Musik. Kaffee im Freien. Hier gibt's doch auch eine Karte, ne? Jackpot. Ein Shop. RC-Werkstatt. Seilsprungprüfung. Okay. So, jetzt müssen wir hier mal Ausschau halten. Jetzt wäre so ein Moped übrigens richtig cool, ne? Was ist denn hier? Das Mond! Seht ihr, manchmal lohnt es sich einfach mal so ein bisschen rumzugucken. Den nehmen wir auch mit. Wo war's von? Schon schnicke dieses Cityland. Gefällt mir. Mui Macho! So, was ist hier? Was ist... Hier waren wir aber schon, ne, Leute? Was ist denn das? Wie kommt man denn da hin? Durch ein Rohr. Du meinst es. Diese Welt ist voller Geheimnisse. Hier waren wir schon. Nee, das ist Quatsch, jetzt hier nochmal rumzulungern. Da ist auf jeden Fall. Ja, wie kommt man. Leute, wir gucken uns einfach mal weiter um. Und wenn wir irgendwo mal ein bisschen erhöht sind. Hier, Stopp für Mario. Was ist denn hier? Hallo, die Enten? Nein. Was soll ich hier tun? Kann ich mal? Wer ist denn hier der Ansprechpartner? Mit wem muss ich hier reden? Hallo? Ja, ich will mein Können beweisen. Was hat er gesagt? Das ist ein Treffpunkt für echte Fans von RC Autos. Du musst erst dein Können beweisen, bevor du hier rein darfst. Okay. Was ist denn hier? Hier können wir erstmal hoch. Rennt hier noch ein Musiker vielleicht rum? Können wir mal drüber reden? Geht das hier irgendwo hoch, ohne dass ich runterfalle? Man hätte dort oben, ne? Da war was. Da ist was markiert, Leute. Da ist der letzte Musiker. Gucke mal. Ey. Du bist hier Mr. Akustik? Hey Kumpel, alles fit? Willst du ein Autogramm? Ich habe schon von dir gehört. Du suchst nach Musikern. Bezahlung, Veranstaltung, bla bla bla. Hier, gib mir einen Mond erstmal, ansonsten kommen wir hier Gronny ins Geschäft. Gitarrist, gut, Akustik, ihr wisst schon, ne? Bin ich so der Musiker, spiel bloß ein bisschen Ukulele. Umwerfen, du hast alle Musiker, die wir benötigen, zusammengetrommelt. Leider hat sich noch ein Problem. Der unterirdische Stromkraftwerk funktioniert nicht. Ohne Strom können wir kein Festival veranstalten. Du kennst dich nicht zufällig mit Stromarbeiten aus. Inge, ich bin Klempner. Was hab ich denn mit Strom zu tun? Ah, so kleine mehr Leute hier, ne? Hier ist richtig Action. Das Lied war schon mal gut. So. Was ist denn dein Auftrag? Warum guckst du mir? Probier es auch mit dem großen Kanaldeckel. Wo ist denn hier ein großer Kanaldeckel? Wollen wir drüber reden? Seht ihr, was ist denn hier mit großer Kanaldeckel gemeint? Das ist ja kein Kanaldeckel. Das ist ja irgendwie ein Meteoritengedöns-Scheiß. Da ist ein Kanaldeckel! Verwirrt er mich. Was hat er gesagt nochmal? Ey, willst du zum Stromkram? Dann probier's doch mal mit einem der großen Kanaldeckel. Wo ist hier ein großer Kanaldeckel? Ist das meine Position? Ja, nee, hier. Was ist denn da? Was ist denn da? Ist da so ein großer Kanaldeckel? Ja! Christian, es ist doch auch markiert! Oh mein Gott! Hallo! Bin hier, um nach dem Stromkraftwerk zu sehen, wenn ich dir diesen blöden Kanaldeckel hier bla bla. Kriege ich das nicht hin? Ach was! Cappy macht's wieder möglich! Aha!
Und schwupps, sind wir Down Under. Weißt du Bescheid? Was sagt denn eigentlich die Zeit? Wir sitzen ja hier schon wieder, ne? Stromkraftwerk im Untergrund. Ach, das sind ja schon wieder meine Freunde. Hallo, eine Ratte! Was ist denn hier? Ach, was? Ich würde da noch mal mitfahren. Danke. Ach, die gönnt er mir jetzt nicht. Na gut, ich das schon wieder sehe hier. Mach mich ne wahnsinnig. Jetzt muss ich. Nein! Ah. War wieder ein bisschen zu viel Euphorie im Spiel gewesen, auf jeden Fall. Jetzt muss ich meine Schüssel hier normal machen. Du ahnst es nicht. Aber fahren wir jetzt aber mal hier mit. Münzen sind jetzt auch nicht so unwichtig, Leute. Haben ja aber schon ein paar Monde gesammelt, ne? Also dich, das tue ich mir mit dir hier Ronny nochmal an. So, jetzt mach mal mit Bedacht. Jetzt schieß mal hier gegen. Das ist hier so Splatoon-mäßig hier, ne? Mit diesen Farbklecksen hier. Das sind auch immer Stellen, die regen mich ein bisschen auf. Da ist ja nur so ein zart beseitetes Pflänzchen hier, ne? Biskerle! Biskerle! Ich wusste es, ich wusste es. Da. Da. Okay. Tod den Fliegen! Was weiß ich? Oh Gott, Dankeschön, Dankeschön. Aber Monde, was ist hier? Aha. Ah, jetzt passieren doch schlimme Dinge. Wisst ihr, wer eigentlich so ein richtiger Noob ist? Läuft, ne? Also ihr muss... wo muss ich denn jetzt hier wieder anfangen? Das kann jetzt nicht euer Ernst sein, oder? Nette Checkpoint-Verteilung, möchte ich mal sagen. Tue ich mir nie nochmal alles an. Ach, das ist, wie mich dieses Spiel dann manchmal hasst, ne? Es ist einfach der Wahnsinn. Da war schon wieder ganz schön viel Schwung und Action dahinter. Wo hat man denn den Apparillo hier angestoppt? Leute, wenn ich hier jetzt... Wie haben wir denn das vorher gemacht? Oh. Nein, nein! Boah, hier gab es doch ein Herz, ne? Dankeschön. Gut, okay. Jetzt machen wir hier aber mal ganz ruhig. Jetzt machen wir so. Das wird schon wieder nichts. Oh Gott! Wieso stelle ich mich denn so dumm an? Wieso stelle ich mich so dumm an dieser Stelle? Ey! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist... Also Steuerung habe ich manchmal, bin ich ehrlich, echt noch meine Probleme. Ihr kriegt das bestimmt beim Spiel mit und das ist der einzigste Nachteil. Aber das ist, wie gesagt, ich habe es die ganze Zeit schon gesagt, so mein eigenes Verschulden, weil ich mit 3D Jump'n'Runs allgemein nicht so richtig klarkomme. Ey, das ist auch schon wieder so eine miese Attacke gewesen. Habt ihr das mitgekriegt? Scheiße. Oh.
So Leute, es wäre doch gelacht, wenn wir diese beschissene Stelle hier nicht hinkriegen. Und jetzt warte ich. Wie macht man es am besten? Jetzt. Nee, bringt nichts. Eigentlich, wenn er so da unten... Bleibt der dann irgendwann stehen? Aha! Jawoll! Scheiß auf die eine Münze! Wir haben diese Stelle geschafft! Oh Gott! Paulina, wie bist du denn jetzt hierher gekommen? Ja, stelllose schieße Stromkraftwerke an die Freunde von Oberheuer haben es also runtergeschafft. Ja, das sehe ich auch! Und hast du schon eine Idee, wie wir uns um die Eiermaler kümmern? Machen wir schon mal einen Anfang. Was ist denn eigentlich mit Gunther Kinte dort hinten, der dort rumsteht? So. Petten. Ja, das ist aber nett. Es gibt ein Mönchen für uns. Nett. Saft fürs Kraftwerk. Und das als Klempner. Macht sich der Gute. Oh, push the button. Es ist wieder soweit, Leute. Liegt hier noch was? Von da sind wir gekommen, ne? Ja, von da sind wir gekommen. Da ist nichts. Was ist eigentlich mit euch? Ja, danke, Party. Ja, ihr könnt uns zum Festival. Alles wird gut, Leute. Push the button. Hi. Swim. Guck mal, wie viel Mond. Ach, die beziehen ihre Energie ja aus Monden. Haben sie ja am Anfang gesagt. Ja, ich verstehe. Hätten wir aber noch mal ein paar abgeben können. Wundervoll. Du bist ein Klempner mit vielen Talenten. Herzlichen Dank. Nun steht dem Festival nichts mehr im Weg. Jetzt können wir endlich das Festival eröffnen. Die Party kann beginnen. Oh yeah. Würdest du... Na klar, nehme ich teil. Ich kann es nicht abwarten, mit dir das Tanzbein zu spielen. Und ich als Paulina. Was ist denn da hier? Ach, Paulina lässt sich auch gern feiern, ne? Richtig was los hier im Cityland. Ach, und da geht's hier so 2D-mäßig weiter. Ach, weil ich hier bin ja der Star. Ach, das ist doch schon wieder geil gemacht, oder? Das ist jetzt nicht passiert, Christian, oder? Geil ist das denn bitte schon wieder gemacht? Also dieses Spiel überrascht mich immer wieder. Ich hab's nur halt nicht drauf. Das ist halt so das Problem, ne? Hier passiert doch jetzt was Schlimmes. Das ist ja auch immer was für mich, ne? Hep, nein, es hat nicht geklappt. Ja? Wo kam denn jetzt hier diese... Jo! Jo! Es hört gar nicht auf, ne? Oh Gott! Oh Gott! Leute, der Timer! Wir haben die Stunde! Du ahnst es nicht. Du ahnst es nicht. Jetzt muss man das hier... Jetzt, das gönne ich euch noch. Das müsst ihr... Dürft ihr euch... Ey, guckt mal, das ist ja hier so Donkey Kong-mäßig hier. Die Anfänge und ich sterbe. Da ist ein Herz. Ich benieße es sogar. Wie geil ist das denn? Hier das DK. Ich weiß, das heißt hier Donkey Kong Town. Hier weißt schon. Alter, wie geil ist das denn?
Ach, sowas feier ich, ne? Und da oben ist er sogar, du ahnst es nicht. Wie geil ist das denn? Donkey Kong ist ja eh mein Held, ne? Ah, sein Herz, was ich auch sehr gut brauche. Das war jetzt No Risk. Wir haben in dem Festival Donkey Kong erlegt. Wie geil ist das denn? Geil. Das war eine geile Stelle. Und Party. Ich sing mit, komm. Das ist ein schöner Abschluss fürs Video. Lass mich mitsingen, lass mich mitsingen. Paulina. Aus diesem Grund möchte ich dir ein Dankeschön überreichen. Es gibt einen Multimond. Fehlen uns aber noch ein paar, ne? Aber die finde ich noch. Die finde ich noch. Sehr geil. Wir enden mit einem Festival. Das ist doch mal schön. Ein traditionelles Festival. Der Multimond ist schon mal meine. Das sind immer ganze 3 Monde. Aber das reicht halt noch nicht. Ein Rest für ihn noch. 3 Stück fehlen mir bloß noch. Ja, Leute, das war's gewesen. Heute 1 Stunde angezockt. Super Mario Odyssey auf der Switch. Wir hatten Probleme am Anfang, aber es ist dann noch gut geworden. Und am Ende haben wir tatsächlich mit einem Festival im Cityland das ganze Ding beendet. Ist das geil, Leute? Ich weiß doch auch nicht, ne? Mario ist müde, ich muss hier gleich noch ein bisschen weiter zocken und die restlichen 3 Monde hier suche, damit ich hier weiter kann und in die nächste Welt dann eintauchen kann. Wie gesagt, Steuerung ist für mich halt immer ein bisschen kompliziert, ist aber so, 3D Jump and Run ist bei mir immer so, aber das Spiel ist geil, die Mucke ist geil, Farben sind geil, storymäßig finde ich es auch gut, ich bin nur gespannt, wie es dann ausgeht. Am Ende sollen ja noch ein paar Überraschungen folgen in dem Spiel. Und bevor Mario jetzt hier richtig wegnickt, würde ich sagen, sehen wir uns an anderer Stelle auf dem Kanal wieder. Ich danke euch vielmals, dass ihr mit dabei wart und würde sagen, macht's gut, Leute. Ciao.